Dark Souls! Folge 98. Hoffentlich stimmt. Sollte stimmen. Wir sind auf der Suche nach Gegner. Oder nicht mal nach Gegner, sondern eher nach dem Motto. Was genau passiert hier? Da ist einer drin. Das ist ja geil. Wow. Der scheint aber nicht der reaktionsschnellste zu sein. Der kümmert sich überhaupt nicht um mich. Hätte ich den vielleicht doch nicht töten sollen? Kann ich jetzt da rein? Das ist ja geil. Gefangen im Spiegel. Da kommt auch einer raus. Au, mit dem Kopf durch die... Au, durch die Scheibe. Die kann man nicht abstechen. Jetzt wollte ich einfach mal probieren, ob der sich überhaupt für mich interessiert. Ja, aber macht's. Oh ja. Faszinierend. Sehr speziell. Woran erkennt man, dass da jetzt jemand drin ist oder nicht? Okay, hier ist keiner drin. Da war doch irgendwo noch ein Gegenstand zu sehen. Hier. Ritualband des Nordens plus 2 und versteinerte Drachenknochen. Ich glaube, das Ritualband bringt mir relativ wenig. Das Ritualband des Nordens war doch, glaube ich, irgendwas mit Zauber einsetzen. Zauberaufladung, genau. Bringt mir gar nichts. Ui, ui, da kommt schon der nächste. Ach, oh. 7 Jahre Pech. So viele Spiegel wie hier kaputt gehen. Die zeigen irgendwie wirklich keine Reaktion. Scheint ihnen egal zu sein. Ja, und ich sehe, das war nicht der richtige Weg, aber ich höre immer noch Lärm. Also hier geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Gut. Hä? Gibt's nicht hier irgendeinen Geheimgang? Kann ich durch einen Spiegel? Also wir hören doch eindeutig den Lärm. Ja, okay, das war jetzt mal die eine Seite. Das ist ja die Gegenseite, da geht's ja nicht. Ah doch, da geht's noch weiter. Und dann schaut euch nochmal diese Architektur an. Wie mir. Also. Das ist ein riesen, eine riesen Entschädigung gegen alles davor. Wobei, so, also es gab sehr viele Gebiete, die mir außerordentlich gefallen. Die dunklen Gebiete sind halt ein bisschen problematisch, weil es halt einfach extrem dunkel ist. Aber schaut euch das an. Also, mit dem Grafikmod sieht das super aus. Gut, meine Rüstung dürft ihr jetzt nicht anschauen. Die geht ein bisschen zu nahe. Aber jetzt... Boah. Also, boah, ich kann mich nicht satt sehen. Ich könnte jetzt hier 5 Minuten verweilen. Stattdessen gehe ich nach oben und sterbe. Ah, Blutflecken. Natürlich sterbe ich. Ui. Du bist eine Riesenkröte. Das sieht so aus vom Effekt her, als hätte sie 4 Augen. Ja, okay. Ja, das Distanzangriff natürlich hier am besten wäre, ist mir auch klar. Kann man eigentlich eine Riesenkröte vergiften? Mal gucken.
Na? Interessiert dich nicht. Doch, man kann sie vergiften. Ach, du versteinerst die. Du hast unten das. Die Versteinerungen unten, das war von dir. Ja, alles klar. Dann versuche ich das trotzdem fair. Ach, wenn es ein Abs. Oh, du hast Lebenspunkte. Yes, das ist Maria. Was machst du? Ja, wie erwartet. Au! Uiuiuiui. Du springst vermutlich, oder? Nee, du vergiftest nur gegen vorne. Ja, okay. Dann solltest du eigentlich relativ einfach sein. Oh, 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 nein, nicht unterm... Das sollte ich noch wissen. Genau. Den Tod hatte ich schon mal. Du warst hier drin gefangen. Alles klar. Magiestein. Rotes Wasser. Wie bist du hier reingekommen, ey? Und alle Iron Maidens hier oben sind geflogen. Alle unbesetzt. Was hier Wohnraum zur Verfügung stehen würde. Ja, und hier, das sind alles Spieler, die gestorben sind, oder wie? Sag mal... Ui. Kann man nicht zerstören? Okay. Kann man natürlich logischerweise nicht. Oh, okay. Wie komm ich wohl an den ran? Oh, aber oh, das ist eine selten dämliche Idee. Aber ich habe eine Idee. Die Idee ist so dumm, die ist schon fast wieder genial. Ja, sie wird mein Tod sein. Ich spüre doch das. Okay, komm. Was bin ich denn für ein Hasenfuß? Komme ich hier vielleicht durch? Jawohl. Genau, Duftzweig. Das war meine Idee. Und das ist die dümmste Idee ever. Denn der hat sicher keine Freude daran, dass ich ihn geweckt habe. Natürlich nicht. Und ich weiß, wie schwer die Biester sind. Das wird ein richtig lustiger Kampf auf diesem engen Raum. Okay, das ist der Effekt, den ich wollte. Den kannst du weitermachen. Nee, das ist schlecht gewesen. Das ist ganz schlecht. Boah, wie Schwein, hey. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Das wäre der perfekte. Wäre eigentlich die perfekte Ausgangslage gewesen. Komm, Ausdauer! Ausdauer, 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 wo bist du? Ah. So, was hinterlässt du denn? Drachenakolytenmaske. Was zum Geier? Drachenakolytenmaske. Puh. Naja. Blättern wir doch kurz durch. Ich hab's übersprungen. Da ist. Von den Aldia-Akolyten getragene Maske. Einige der hellsten Köpfe trafen in Aldia zusammen, um verschiedene neue Rituale zu entwickeln, aber Gerüchte behaupten, sie wären nicht Herr ihres eigenen Willens gewesen. Das nebulöse Antlitz der Maske dient der Abwehr des Zorns des Ritualopfers. Hm. Scheint so zu sein, als würde man das vielleicht für eine bestimmte Quest brauchen. Sehr kryptisch, der Text. Und jetzt... Also hier oben war ich ja noch nicht durch. Hier hinten hat es noch eine Truhe.
wunderschöne Lichteffekte. Sehr schön gemacht, das Ganze. Wir hatten schon ewig keine Falle mehr. Oh, noch mehr Leuchtfeuer. Also, dieses Schiff, ich glaube, das nimmt man, den Gang einer Kathedrale nimmt man doch Schiff, glaube ich, oder irgend so etwas Ähnliches. Sieht wunderschön aus. Die Frage ist jetzt unten durch, oben durch. Hat's einen Hebel. Muss man nicht ziehen. Ist schon gezogen. Ich gehe jetzt zuerst mal unten durch. Ich habe mir jetzt unten den Weg freigekämpft. Geh weg! Wenn du schon so dumm bist, hier zu sterben, dann steh mir nicht auch noch im Weg rum. Naja, unten durch jetzt gar nichts gebracht, außer eine wunderschöne Statue. Hä? Okay. Na gut. Dann, soll ich jetzt einfach mal sicherheitshalber diesen Helm anziehen? Komm. Wie sehe ich aus? Pff, furchtbar. Ziehen wir einfach mal an. Meistens Gegenstände, die man so findet, haben einen großen Grund. Aha. Aha. Muss das sein? Okay, es geht nur das Tor auf. Eindrückliche Statue. Noch die nächste. Jetzt ist es natürlich wieder dunkel, hey. Oh. Wir haben so viele. Wir benutzen den. Vielleicht wird er Licht. Es wird Licht. Danke sehr. Sehr schön. Sehen wir was. Wasserstatuen. Ich kann dich nicht als Ziel nehmen, oder? Doch, ich kann dich als Ziel nehmen. Versuchen wir es mal. Hast du so eine dicke Haut, oder? Oh, du hast nicht so eine dicke Haut. Du bist einfach so. Entschuldigung, dass ich dich als dick bezeichnet habe. Das war nicht mein Sinn. So war es nicht gedacht. Du hast schwere Knochen. Ich weiß. Ja, ja, ist okay. Du hast sehr schwere Knochen. Ja, ich verstehe es ja. Du hast extrem schwere Knochen. Setz dich hin. Genau. Nimm Platz. Komm, nimm Platz. Genau. Komm. Das ist nicht Platz. Setz dich hin. Mach eine Pause. Komm. Oh. Oh. Uff. Aschestaub. Wie viel Geheimnisse wird es mir hier geben? Also irgendwie, irgendwas hat es mit diesen Ohren auf sich. Etwas gar nichts Gutes. Schimmernder Lebenstein. Da hat's wieder diese Wagen. Das kann auch nichts Gutes heißen. Da ist doch sicher einer drin. Spannend hier. Das sind wohl die Experimente, die sie gemacht haben. Wie geht's meiner Waffe? Meiner Waffe geht's nicht mehr so gut. Vielleicht sollte ich sie mal bei Gelegenheit wechseln.
Da ist irgendwas Unsichtbares. Das war ein lustiger Bug. Irgendwas hat mich da weggedrängt. Okay, jetzt zuerst unten durch. Oder doch besser nicht. Ai, die Versuchsküche. Das ist ein Säurebad. Das heißt, ich komme gleich dazu. Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, würde ich jetzt das ausziehen, das ausziehen, das ausziehen, das ausziehen, das ausziehen, das, das, das. So. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich hoffe mal. Na komm. Also zieht die Rüstung aus, zieht die Kleidung aus. Das ist das, was Schaden nimmt. Also nicht die Kleidung, die Rüstung, logischerweise habe ich jetzt gesagt, und die Ringe. Oh je, oh je, oh je. Waffe und die und das Schild nimmt, glaube ich, keinen Schaden. Da komm hier raus. Du hast mir selber Schaden gemacht? Einen Kopfstoß oder wie? Komm. So. Jetzt wollen wir die Theorie mal prüfen. Eventuell geht jetzt die Waffe kaputt. Große Seele eines namenlosen Soldaten in einer Rostrohne. Nee, ihr seht, der Waffe passiert gar nichts. Dafür könnt ihr endlich mal mein Gesicht sehen. Und meinen wohlgestärkten Körper. Altia-Schlüssel, sehr schön. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber... Seelen gehe ich hier und versteinerte Drachen. Okay. Nix wie raus hier. Es ist zum Geier ein Seelen gehe ich hier. Muss ich jetzt kurz nachschauen. Seelen gehe ich hier. Eine geheime Kunst, die einen Strom von Seelen entfesselt. Ach, das ist der. Okay. Dieser Zielflug-Seelenmasse durchbohrt das Ziel und trifft dann wiederholt für zusätzlichen Schaden. Dieser gotteslästerliche Zauber ist ein Erbstück von Fürst Aldia. Er ist entwickelt worden, um so lange auf Gegner einzuhammern, bis seine Kraft glänzlich aufgebraucht ist. Jetzt schauen wir noch den Schlüssel an. König Wendrick verbannte seinen eigenen Bruder in dieses Anwesen. Okay, beide suchten sich nach der Wahrheit, doch nutzten sie unterschiedliche Mittel und ihr Streben ließ die familiäre Bande letztendlich verwelken. Ach, Geschwister. Wir wollten den hier anziehen. Dann hier war's. Das hier. Hier war's. Nicht sein. Ach, ich mach mal so weiter. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwo habe ich einen Gedankenfehler. Schau es gleich nochmal an. Dann hätten wir den Katzenring gehabt. Nicht den Katzenring, den Ring hier. Dann gab es einen Klingen.
Genau, und das letzte war, ich glaube, das Ring des königlichen Soldaten, genau. Und nee, der zweite Drachenring. War der zweite Drachenring, ja, genau. Und jetzt, hier stimmt doch was nicht. Genau. Einfach nicht ausgebaut, oder wie? Irgendwo habe ich einen Denkfehler. Ach, egal. Es geht ja noch vom Gewicht her. Gut, dann haben wir einen Schlüssel, mit dem wir noch nichts anzufangen wissen. Das ist eine schöne Ausnahme. Zuerst einen Schlüssel haben und dann überlegen müssen, was man damit anfängt. Was bist du? Wir untersuchen dich später. Gehen wir stattdessen mal hier rein. Oh! So schnell kann man den Schlüssel brauchen. Das Gegner dreht nicht. Bist du alleine? Ne, da ist noch mal ein Gegner. Weil sonst sind es keine Gegner. Okay. Ach, du sitzt da. Kommt einfach näher. Ohne was zu sagen. Der hat ein Schild, okay. Und da nebelst. Uiuiuiui. Sind das die Versuchstiere? Komm. Sie schlagen aber ganz schön zu. Hier liegt einer auf dem Versuchstisch. Seele eines stolzen Ritters. Da, das waren noch Zeiten. Nicht wirklich, leider. Ich gehe jetzt zuerst mal hier innen durch. Das ist ein bisschen. Versuchen wir es doch einfach. Na? Du nimmst Schaden. Sehr schön. Kannst du den hier auch noch haben? Das wäre wieder so ein Rostzerfresser. Also einer, der die Rüstung komplett zerstört. Ich glaube, hier drin muss ich nachher später mal Licht machen. Also wenn es irgendwo mal ein Leuchtfeuer geben würde, wäre das schön, weil dann könnte ich mal die Fackel wieder zünden. Ich habe das Gefühl, hier drin verpasse ich einiges an schönen Folterinstrumenten, wenn man die mal als schön bezeichnen kann. Ja, das hätte ich auch so gemacht. Aber danke für den Tipp, trotzdem. Komme ich jetzt hinter ihn? Kann das sein? Ha! Können wir dich mal von hinten bestaunen? Ja, okay, viel zu bestaunen gibt's leider nicht. Du bist der böse, böse, gleiche, böse Biest wie immer. Oh, du brichst da durch die Mauer. Zu blöd, dass ich nicht da bin. Nein, das ist schlecht. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Na, hier kommst du sicher nicht durch, oder? Na? Was machen wir jetzt? Das war jetzt nicht gerade schlau. Vielleicht können wir das zumachen. Nein! Oh. Zauber. Ich bin kein Zauberer, man merkt es. Super Schaden. Sensationell. Hey, ich bin abgerollt, aber irgendwie, ich sehe jetzt gerade leider gar nichts mehr. Jetzt ist aus und vorbei. Was mache ich eigentlich, Idiot?
Ich habe ja noch Lebenstränke. Komm hierher. Das ist nicht unbedingt die fairste Methode, was ich hier bekämpfe. Gehen wir also lieber raus. So, noch ein Treffer. Ein bisschen Ausdauer. Sehr schön. Das war's. Du warst es. Nee, du warst es auch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du der warst, der da in diesem Ding steckt. Aber das warst du gar nicht. Hat's hier wenigstens ein Leuchtfeuer? Auch nicht wirklich. Stattdessen hat es das nächste Säurebad. Und das nächste Experiment. Wieder im Dunkeln, leider. Kommt, jetzt könnt ihr das könnt ihr jetzt echt nicht machen. Irgendwo muss doch ein Leuchtfeuer mal sein. Oh. Okay. Soll ich mich jetzt tatsächlich noch um den kümmern? Das ist ein Gargoyle, oder? Keine Zauber mehr. Auch der funktioniert nicht. Das ist kein Gargoyle. Das ist irgendwas Komisches. Waffenwechsel. Oder? Kannst du dich nicht freischlagen? Na gut. Dann halt so. Ich nehme jetzt mal an, dass die Wagen sind die Herrschaften, die zu Experimentzwecken hierher gebracht werden, leider. Traurigerweise. Dann hier versterben. So wie der hier. So. Also, Moment mal. Irgendwo muss es ein Leuchtfeuer geben. Hier drin waren wir. Das war der Geheimgang. Beziehungsweise nicht das Geheimgang, sondern dieses Rostding. Hier waren wir noch nicht, aber hier ist es wieder extrem dunkel. Und hier ist es versperrt. Verschlossen. Na klar. Das ist jetzt vermutlich der andere Eingang. Nee, nicht. Erstaunlicherweise. Ach, toll. Ich bin so komplett orientierungslos. Ich will nicht... Ich muss jetzt die ganzen Mauern offensichtlich abklopfen. Es kann es mir jetzt wirklich... Das Spiel ist in vielen so großzügig, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier tatsächlich nirgends ein Leuchtfeuer ist. Es wird noch dunkler. Muss ich hier tatsächlich eine Fackel entzünden? Wow! Ich bin gerade fasziniert, was hier geschieht. Deshalb... Nein! Oh. Ich wollte jetzt gerade das Schauspiel hier bewundern. Okay. Die Schweinebacken. Du kommst hier auch durch? Okay. Boah. Du räumst ja auf.
Jetzt hinfallen, bitte. Ui, ui, ui. Du bist im Gegenteil nicht eingeladen worden zu dieser Party. Da war noch ein Frosch. Hey. Oh, okay. Die Frösche sind in den blöden Wagen. Ui, ui, das ist schlecht. Wieder was gelernt. Hier verfolgt er mich tatsächlich über den ganzen Gang. Er macht das. Nee, er macht's nicht. So. Jetzt kommen wir. Jetzt können wir miteinander kämpfen. Ach nein! Und das war mein Ende. Schade. Das war Tod Nummer 140. Und das Ende dieser Episode. Irgendwo muss ein Leuchtfeuer sein. Ich untersuche jetzt das zuerst mal ohne euch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganze Weg hier nochmal lang gehen muss. In dem Fall, wir sehen und hören uns gleich wieder. Auf bald!